Gepriesen möge der Name unseres Herrn Jesu Christi sein, Geschwister. Ich freue mich sehr. Wisst ihr, in der Gemeinde, welches das Haus und die Grundfeste der Wahrheit ist, wird das Wort Gottes gehört. Und das Wort Gottes ist dieses, welches das schöne Resultat im Herzen uns aller, in unser aller im Herzen bringt. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir den Ruhm, die Ehre, die Anbetung geben, ihm geben. Und liebe Geschwister, unser Herz bereit haben, das Wort Gottes einkehrt. Sehr oft, liebe Geschwister, in unserem Leben gibt es Fragen. Und eins dieser großen Fragen drückt sich mit dem Warum aus. Warum? Warum soll das passieren? Warum soll etwas anderes passieren oder dies oder jenes? Was ist los? Was ist passiert? Was hat sich geändert? Was ist kaputt? Preis Gott. Heute, liebe Geschwister, möchte ich, dass wir dieses Warum uns näher anschauen. Eins dieser Warums. Und ich möchte, dass wir von der Seite vielmehr im Alten Testament Propheten Jeremia. Auch gestern sagten wir das, aber ich glaube, dass unser Herr, unser Gott uns etwas Besonderes sagen möchte. Buch Jeremia, Kapitel 8, steht, Vers 18. Wenn mir doch Erquickung zuteil würde in meinem Kummer, aber mein Herz ist krank in mir. Jemand möge mich trösten, aber mein Herz ist krank. Warum? Horch, das laute Geschrei der Tochter meines Volkes aus einem fernen Land. Es ist eine Stimme hörbar aus einem fernen Land. Und was sagt diese Stimme? Eine Frage. Ist denn der Herr nicht in Zion? Ist Gott nicht in seiner Gemeinde? Dasselbe sagt auch Gideon. Wo ist der Herr? Er war da mit dem Getreide, hatte er damit zu schaffen. Freue dich. Wo ist der Herr? Wo ist Gott? Wo ist Gott in unserem Leben? Ich bete, ich faste, ich weine, ich flehe ihn an und schreie, Herr, wo bist du? Und der Prophet sagt hier, ist denn der Herr nicht in Zion? Ist der Herr nicht in seiner Gemeinde? Ist ihr König nicht bei ihr? Ist der König nicht bei ihr? Hast du uns nicht verheißen, Herr, dass du alle Tage unseres Lebens bei uns bist? Hast du uns nicht gesagt, dass du uns niemals verlassen noch versäumen wirst? Niemals. Wo bist du? Warum ist das alles in unserem Leben? Warum diese Mühe? Warum Trübsal und Trauer? Warum? Was ist los? Wo bist du, Herr? Einst erinnere ich mich, sagte ich, Herr, wo bist du? In einem Traum, Herr, wo bist du? Ich suche, um dich zu finden. Ich sah mich selbst, ich hatte meine Hände emporgehoben und sagte, Herr, wo bist du? Siehst du mich nicht? Siehst du mein Anliegen nicht? Siehst du mein Problem nicht? Siehst du meine Frau nicht? Siehst du nicht meine Krankheit, die Krankheit? Siehst du nicht meinen Bruder? Siehst du nicht meine Schwester? Siehst du nicht? Wo bist du? Wo bist du? Ich möchte dich sehen. Die Hände empor und diese Frage, wo bist du? Und dort habe ich eine Stimme gehört. Gott hat dich gelassen. Gott beschäftigt sich nicht mit dir. Er hat so viel zu tun, mit so viel sich zu beschäftigen, als würde er sich mit dir beschäftigen. Als ob er sich mit dir beschäftigen würde. Es gibt so viele Heilige, um ihnen ihr Anliegen zu geben. Warum soll er sich mit dir beschäftigen? Wer bist denn du? Willst du vielleicht, dass ich dir sage, was du gestern gemacht hast? Möchtest du vielleicht, dass ich daran erinnere,
was du gestern gemacht hast, und jetzt hast du diese Dreistigkeit, vor Gott zu gehen, um ihn das zu erbitten. Schämst du dich nicht? Und diese Stimme wurde immer lauter. Schämst du dich nicht? Als ob Gott sich mit dir beschäftigen würde. Was soll ich machen? Ja, steh auf und geh weg. Verlass alles. Geh weg. Geh weg. Gott liebt dich nicht. Warum? Er antwortet dir doch nicht. Er sieht dein Herz, er sieht deine Tränen. So viel hast du gefastet. Wo ist Gott? Hältst du noch deine Unteiligkeit dort in der Gemeinde? Deine Position hältst du ein. Frau, lass uns zur Gemeinde gehen. Was willst du denn in der Gemeinde machen? Schau doch dein Leben, alles. Trümmer. Schau zurück. Was willst du denn noch? Was suchst du denn noch? Was erbittest du? Steh auf und geh. Ich bin nicht weggegangen, aber so wie ich meine Hände emporgehoben hatte, habe ich die eine gesenkt. Und manchmal sind wir kurz davor, auch die andere zu senken. Kurz davor sind wir, auch die andere Hand zu senken. Wenn ich auch die andere Hand senke, dann stehe ich auf und gehe weg. Ich kann mich erinnern, ein Bruder, welcher neben mir stand und betete so intensiv: Herr, sprich mir doch, bitte, bitte. Er weinte und flehte. Ich ging auch hin zur Gemeinde, kniete mich neben ihm. Herr, sprich mir, ich bitte dich. Ich benötige dich, Herr. Ich möchte deine Stimme hören, Herr. Sprich zu mir. Das hat mich auch so ergriffen. Und ich fing auch an zu beten. Herr, antworte ihm doch. Es war 7:30. Nichts. Herr, der... Langsam, sagte er es. Bitte zu mir. Herr, sprich zu mir. Ich benötige dich. Ich, meinerseits, betete mit ihm und sagte: Herr, sprich doch zu ihm. Sprich doch zu ihm. 7:45. 10:00. 5:00. Ich war so unruhig. Sprich zu ihm doch. Ich hatte mehr irgendwie... Ich war mehr ergriffen davon, als er letztlich es war. Ich fragte mich dann am Ende: Willst du ihn überhaupt irgendwie zu ihm sprechen? Und wir waren kurz davor aufzustehen. Und dann vom anderen Ecke des Saals höre ich eine Stimme. Eine melodische Stimme. Eine himmlische Stimme. Wenn die Stimme Gottes kommt, dann ist sie einzigartig. Es gibt keine süßere Stimme als die Stimme des Heiligen Geistes. Dieses Wort kommt ins Herzen des Menschen und ich hörte diese Stimme. Mein Sohn, mein Sohn. Ich habe deine Stimme gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Und in diesem Moment weinte ich mehr als der Bruder. Ich habe mich mehr gefreut. Ich pries Gott mehr. Warum? Ich habe mich gefreut, weil wir einen lebendigen Gott haben, liebe Geschwister, welcher uns liebt. Das ist's. Gott liebt uns. Der Herr liebt uns. Herr, sprich, bevor ich meine andere Hand senke. Ich frage mich, soll ich es jetzt senken? Senke es, wird mir gesagt. Vielleicht ist dein Gedanke des: Ach, ich komme noch ein paar Mal und dann... Was ist das denn hier? Was? Immer nur Halleluja sagen sie, immer nur Preis Gott, immer nur Lärm, immer preisen sie Gott oder singen die irgendwelche komischen Lieder. Und ich kann mich erinnern, eine Frau, welche zum ersten Mal in die Gemeinde kommt, ihr wurde gesagt, komm zur Gemeinde. Sie sagte, ich werde kommen. Sie wusste nicht aber, was für eine Gemeinde sie vorfinden wird, und sie kommt in die Gemeinde und sieht alle Frauen bedeckt mit Kopftuch, die Männer so. Sie hörte die Predigt und in sich fragte sich: Was ist denn das für eine Gemeinde? Wo sind denn die Ikonen? Was ist denn das für eine Gemeinde?
Wo ist die Opferdinge? Wo sind Myrrhe und all das? Wo ist das? Und dort, wo sie all das dachte, erfüllte der Heilige Geist das Herz einer Gläubigen. Wir danken den Herrn für den Heiligen Geist, liebe Geschwister. Das erforscht die Herzen. Er kennt die verborgenen Stellen unseres Herzens. Er kennt dich heute. Er weiß, was du denkst. Er weiß, warum du gekommen bist. Er weiß, was du erbittest, was du verlangst. Alles weiß der Heilige Geist. Und der Herr sprach zu ihr durch den Heiligen Geist. Du bist in dieses Haus gekommen und du suchst nach Ikonen, nach Bildern von Heiligen. Schaue auf die Gesichter der Heiligen. Du suchst nach wohlduftenden Düften. Höre auf die Gebete meiner Heiligen. Und in diesem Moment, dort wo sie den Heiligen Geist auf sich spürte, kniete sich hin und sagte: Mein Herr und mein Gott. Und der Heilige Geist sprach zu ihr: Das ist mein Volk, welches mich anbetet mit Geist und ganzem Herzen. Wir danken den Herrn, denn wir beten ihn an an diesem Morgen. Amen, Geschwister. Wir preisen Gott, wir beten ihn an, wir erheben seinen heiligen Namen. Bevor ich meine Hand senke. Und ich sagte ihm in diesem Moment: Ah, ich werde es senken. Ich habe keine andere Möglichkeit, keine andere Wahl. Kurz bevor ich es senke, ich ging so davor, es zu senken. Meine Hand schloss sich aber nicht. Ich konnte sie nicht bewegen. Und dort, wo ich versucht habe, es zu schließen, fing ich an, durch die Berührung zu verstehen, dass in meiner Hand befand sich eine andere Hand. Und ich streichelte diese Hand. Ich streichelte diese Hand und begriff, dass das die Hand Gottes war. Ich sah nicht, aber er hielt mich. Du siehst es nicht, aber der Herr ist allgegenwärtig, allzeit neben dir, bei dir. Du meinst, dass er dich verlassen hat. Das ist er nicht der Arzt, ist das nicht der König in Zion. Du meinst, dass deine Fehler, welche so viele sind, und dass du letztlich so viele Fehler gemacht hast, dass jetzt, was suchst du denn noch hier? Warum bist du denn noch gekommen? Das Wort Gottes führt weiter und sagt: Warum haben sie mich mit ihren Götzenbildern erzürnt? Diese Götzenbilder, du erschaffst. Hier in der katholischen Kirche haben die Skulpturen. In der orthodoxen Kirche haben die Ikonen, so Bilder. Und sie beten diese an. Ich bete sie nicht an, ich respektiere sie, wird uns gesagt. Wie respektierst du sie denn? Das Wort Gottes sagt doch: Dein Herr und dein Gott sollst du anbeten und nur ihn anbeten. Und Gott hat niemand gesehen. Keiner hat Gott gesehen. Vater Gott hat niemand gesehen. Jesus Christus hat man gesehen. Die Jünger haben ihn gesehen, aber der Johannes, der ihn einst gesehen hatte, hat ihn in der Offenbarung gesehen und war schockiert. Wie tot fiel er um. Liebe Geschwister, hier preisen wir und erheben den Namen unseres Herrn Jesu Christi mit unserem ganzen Geist, unserer ganzen Seele. Und wir danken den Herrn dafür. Warum erzürnten sie mich damit? Mit diesen Götzenbildern. Jeder hatte so eine Götze erschaffen. Wir werden hingehen, um diese Götze anzubeten. Und nein, nicht diese Götze. Na, das ist nicht so schön. Ich habe einen Berg gesehen. Was soll ich dir sagen? Ah, dieser andere Berg, der ist viel besser. Wo werden wir Gott anbeten? Warum haben sie mich erzürnt? Und er schreit hier und sagt: Mit den nichtigen Gitzen aus der Fremde. Die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende. Und wir sind nicht gerettet. Hört ihr? Die Ernte ist vorüber. Der Sommer ist zu Ende. Der Sommer kommt, und damit du dann erntest. Wir aber sind nicht gerettet. Wegen dem Zusammenbruch
Wegen den Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes bin ich ganz zerbrochen. Ich trage Leid und Entsetzen hat mich ergriffen. Ist das denn kein Balsam? Ist denn dort kein Arzt? Warum? Ist denn kein Balsam in Gilead? Ist kein Arzt da? Warum hat die Heilung der Tochter meines Volkes keine Fortschritte gemacht? Dieses Fragen, dieses Warum, warum? Was ist der Grund, dass du keine Errettung erlangst? Welcher Grund ist es? Denn das ist das, was ich so sagen möchte. Das setzt der Herr in meinem Herzen, das sage ich auch. Warum soll diese Gelegenheit nicht ausgenutzt werden? In diesem Moment. Viele kommen und sagen mir, ich hatte eine Gelegenheit, ich hatte einen Lehrer. Wenn er lebt, der Herr möge ihn segnen. Aber ich kann mich erinnern, in der Grundschule hatte ich einen Lehrer. Und er sagt uns oft, achtet, gib Acht darauf. Heute ist die Zeit da, dass ihr lernt. Die Gelegenheit. Er sagt auch andere Sachen, die seine, dass ihr nicht dumm werdet, dass ihr nicht faul werdet. Hört darauf, öffnet eure Ohren. Wir hörten alle und dann sagte er, ja, schön, so ist es, hört zu. Und er erzählt uns die Geschichte. Denn die Möglichkeit in eurem Leben, er hat uns so erzählt, es ist eine Frau, welche vor euch geht und hier vorne hat die einen großen Bündel von Haaren. Wenn sie an euch vorbeigeht, ergreift sie da. Denn wenn ihr diese Frau vorbeiziehen lässt, von hinten ist sie kahl, hat sie keine Haare. Vorne ist der Bündel von Haaren. Von hinten könnt ihr sie nicht ergreifen, dann ist es vorbei. Die Gelegenheit vorbei. Herr, Herr, öffne uns. Wer seid ihr denn? Ich kenne euch nicht. So viele Gelegenheiten sind euch gegeben worden. In Düsseldorf habe ich euch den Bruder Lefteris aus Bittigheim gebracht, den Bruder Panagioti aus Athen. Ich habe euch den Bruder jeden Tag und ihr habt diesen Menschen gequält. So viele Jahre. Er predigte das Wort Gottes, sprach zu euch das Wort Gottes. Das Evangelium Christi wurde euch nahegebracht und ihr, ja, okay. So ist es. So viele Möglichkeiten und Gelegenheiten. Herr, eine weitere Gelegenheit. Herr, ich bitte dich sehr, bitte, schick den Lazarus, dass er spricht, meinen Brüdern. Gib ihnen eine Gelegenheit. Was denn für eine Gelegenheit? Was für eine Gelegenheit? Sie haben den Moses, sie haben die Propheten, sie haben das Wort Gottes. Warum also sollst du nicht gerettet werden? Sag es mir. Warum sollst du heute nicht Jesus Christus erbitten? Nenne mir eine Ausrede. Sag mir, dass Jesus Christus nicht in mein Leben kommen soll. Sag mir warum. Der Grund. Was wirst du auf die Wiege legen? Hier, eine Wiege vor uns. Hier habe ich jetzt die Wiege vor euch. Von dieser Seite ist Jesus Christus. Auf der anderen Seite, was wirst du dort setzen, damit die Waage darüber schwappt? Wisst ihr, was er gesetzt hat? Er hat die gegenwärtige gegenwärtige Welt geliebt. Er hat Düsseldorf gelassen und in den Bars gegangen zum Beispiel oder sonst wo. Ich bin nach Düsseldorf gegangen, weil mir ein Jugendlicher gefiel oder eine Jugendliche mir gefiel. So sehr ist Christus wert, so wenig viel mehr. Ist das denn der Wert? So sehr. Warum? Weil die Zeit vergeht. Ich möchte über diese Gelegenheit, die wir hier gerade genannt haben, lesen. Ich lese von Markus Evangelium. Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 17. Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Was soll ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht trösten, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir
Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komme, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über diese Worte und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann denn überhaupt errettet werden? Wer kann denn überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Da begann Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um das Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwester und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzten sein und die Letzten Erste. Eine Gelegenheit, liebe Geschwister, wird dem jungen Mann hier gegeben. Reich? Ich weiß nicht jetzt. Ein Bruder sagte mir, dass Düsseldorf eine reiche Stadt ist. So sagt man es mir. Düsseldorf ist eine reiche Stadt hier in Düsseldorf. Und ich schaute, dass ich kein Euro irgendwie auf der Straße finde, aber ich habe nichts gefunden. Mir wurde aber gesagt, es ist eine reiche Stadt. Ich jetzt frage mich, wer ist denn reicher? Diejenigen, die außerhalb sind oder hier drin? Wer ist der reichste Mensch, liebe Geschwister, in der Welt? Diejenigen, die außerhalb sich befinden, in den schönen Wohnungen oder Villen oder schönen Autos, Mercedes, die all das haben? Oder ist der Reiche vielleicht hier? Wer ist reicher? Ich, liebe Geschwister, sehe, dass wir alle reich hier sind. Wir danken und preisen unseren Herrn Jesus Christus. Und es wird hier gesagt, dass dieser Mensch ein Verlangen hat. Er wollte sehen, welcher dieser Lehrer ist. Dieser Lehrer, derjenige, der das Evangelium predigt, der eine gute Botschaft verkündet. Wer ist dieser? Er ist bereitwillig hinzugehen, um was zu tun? Ihm etwas dazu bieten, damit er das ewige Leben erlangt. Das war vielleicht ein Problem. Deswegen geht zu keinem Menschen hin, um ihm zu sagen, dass er stirbt. In Griechenland, wenn du jemandem sagst, die Christus nicht kennt, wann stirbst du? Dann klopft er auf dem Holz. Was sagst du denn da? Dass ich sterbe? Ja, du wirst doch sterben. Du wirst doch sterben. Aber es gibt auch andere, welche unsterblich sind. Der an mich glaubt, auch wenn er stirbt, wird er leben. So sagt es das Wort Gottes. Wer an mich glaubt, wird vom Tod wohin versetzt? In das ewige Leben, preis Gott. Und jetzt kommt dieser Jüngling, der Christus nicht in sich hat, und geht zu Gott, zum Herrn vielmehr, und sagt: Lehrer, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Was kannst du tun, Bruder? Jetzt erinnere dich, dein Leben, bevor du Christus kennengelernt hast, was würdest du geben, wenn jemand dir sagen würde, du musst ein Jahr lang arbeiten, damit du das ewige Leben erlangst? Aber würdest du das nicht machen? Das würdest du machen. Man würde sich dann sagen, ich werde ein Jahr arbeiten, um ewiges Leben zu erlangen. Er war reich, er war bereitwillig, das zu tun. Bereitwillig, was zu tun? Was erbittet er denn? Dass er mir 1000 Euro erbittet, 2000 Euro. Ein goldene Hand oder ein goldenen Fuß. Ich werde ihn eine Kerze bringen, so groß wie ich es bin. Was soll ich tun? Soll ich ein Altersheim bauen? All das ist gut, das ist nicht schlecht. Das aber gibt kein ewiges Leben. Das gibt kein ewiges Leben. Was soll ich also machen, Lehrer? Ja, was nennst du mich denn Lehrer? Was nennst du mich denn Meister? Guter Meister. Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Was nennst du mich gut?
Was siehst du im Worte Gottes? Was sagst du und siehst du im Wort Gottes? Die Gebote sollen bewahrt werden: nicht stehlen, nicht ehebrechen, kein falsches Zeugnis legen. Du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Auch dein Nächsten lieben wie dich selbst, steht bei einem anderen Evangelist. Hört ihr? Das war es, woran Christus sich griff. Das hatte er niemand anderem zuvor gesagt. Dass du nicht tötest, nicht stiehlst und dass du den Nächsten liebst wie dich selbst. Und was sagt er ihm? Das alles habe ich von Jugend an bewahrt. Liebst du also deinen Nächsten wie dich selbst? Er sagte, ja. Ist das sicher so? Hast du das alles so gemacht? Ja, schön, schön. Eins fehlt dir dann. Eins? Als würde dir der Herr dir sagen heute, eins fehlt dir. Eins, nur eine Sache. Eine Sache nur fehlt mir. Eins fehlt uns. Sehr oft fehlt uns eine Sache. Es fehlt uns nicht vieles. Ich kann mich erinnern mit diesem Beispiel, das Bruder Louis immer sagte. Er sagt uns in Athen sehr oft. Er hatte seine Ferienwohnung außerhalb von Athen und jeden Freitag ging er mit seiner Ehefrau dorthin in die Ferienwohnung. Maritza, sagte er, hast du das Essen eingepackt für Samstag? Hab ich. Hast du die Töpfe mitgenommen? Hab ich. Hast du die Kleidung mitgenommen? Hab ich. Hast du die Kinder mitgenommen? Hab ich. Hast du die Schwiegermutter mitgenommen? Ja, die haben wir auch mitgenommen. Alles hat er mitgenommen. Alles hast du mitgenommen? Alles ist mitgenommen worden. Dann lass uns hingehen. Sie gehen zur Ferienwohnung. Maritza, gib mir den Schlüssel. Welchen Schlüssel? Ja, den Schlüssel, damit wir reingehen. Hast du es nicht? Nein, habe ich nicht. Hast du es? Nein, habe ich auch nicht. Und wer hat den Schlüssel? Ja, zu Hause haben wir deinen. Wir haben doch alles mitgenommen, wir gesagt. Ja, du hast aber eins nicht mitgenommen. Und diese eine Sache ist so wichtig, notwendig. Du hast den Schlüssel nicht mitgenommen. Eins fehlt dir, sagt Jehim. Eins? Was ist es? Sag es, Lehrer, was ist diese eine Sache? Du gehst hin und verkaufst alles, was du hast. Du wirst es in den Arm geben und du wirst kommen und mir nachfolgen. Leicht ist das? Ist das leicht? Wie war Christus? Mit Sandalen einfach gestrickt. Er sei die Jünger, Fischer. Was werden wir essen? Was wir finden werden? Ja, aber ich kann nicht. Ich bin reich. Ich will zu Christus gewinnen? Bist du bereit, Christus zu gewinnen? Dann gehst du hin und verkaufst alles. Was soll ich jetzt verkaufen? Mein Haus? Nein, das möchte Gott nicht. Du gehst hin und verkaufst das, was du in deinem Herzen hast. Und du wirst dem Herrn sagen, Herr, komme und wohne in mir. Es ist wie der Händler, welcher gute Schmuckstücke verkaufte. Du gehst hin und verkaufst, und siehe die Jugendlichen. Die Jugendlichen sind so, Herr, dass wir nicht unsere Haare so ein bisschen schmücken. Ich sage, verkauf es, dass wir nicht so ein bisschen die Augen so schmücken. Lass das Auge, dein Auge ist perfekt. Natürlich, schön ist es. Was ist das Schönste? Das Natürliche. Dass wir nicht ein bisschen die Farbe verändern. Was sollst du denn dann machen? Dass wir das blau machen. Warum? Gefällt dir das denn nicht so, wie du bist? Gott hat dich doch so geschaffen. Der Herr hat dich geschaffen. Ja, aber es gefällt mir. Verkaufe alles. Verkaufe alles. Alles, alles, alles. Eins fehlt dir. Nur eins, eins hier, eins. Geh hin und verkauf das alles. Und komm und folge mir nach. Damit du auch ein Jünger, einer meiner Jünger wirst. Wisst ihr, was es heißt, dass du Jünger Jesu Christi bist? Wisst ihr, was die Jünger so gesehen haben? Auferstehung der Toten. Vervielfältigung von materiellen Gütern. Sie haben Christus gesehen, dass er mit Vater Gott spricht. Sie haben den Herrn gesehen, dass der mit Elias und Moses auf dem Berg der Verwandlung spricht. Der Herr hat ihnen Macht gegeben. Sie haben ihnen gesagt, geht hin und verkündet das Wort Gottes. Und wo auch hin geht, heilt. Sie haben Blinde geheilt, Gelähmte, Aussätzige. Auferstehungen haben sie gesehen. Was ist es wert, liebe Schwester? Was ist in diesem Leben mehr wert als Christus? Was ist mehr wert als Christus? Was hat mehr Wert für diesen Jugendlichen? Was war mehr wert für diesen Jugendlichen hier? Als er gehört hatte,
Dieses Wort, was machte er? Betrübt. Senkte er sein Haupt, war betrübt. Und ging fort. Hört ihr? Er ging weg. Von wo ist er weggegangen? Von der Freien Apostolischen Pfingstgemeinde. Von wo ist er weggegangen? Von Christus ist er weggegangen. Von wo ist er weggegangen? Von der Lehre des Evangeliums. Ihm gefiel das Wort nicht. Das Wort ist schwer, Bruder. Christus gibt Gelegenheiten. Er gibt heute die Gelegenheit. Ich kann mich erinnern. Vor einem Monat ungefähr kam eine Schwester aus Albanien in die Gemeinde. Der Herr hatte sie wiedergeboren. Vor kurzer Zeit hatte sie besucht und ihr Leben verändert. Und diese Frau war angestellt und reinigte in verschiedenen Wohnungen. Die Schwester kam an den Tag und sagte, Bruder, ich möchte dir etwas sagen. Sie sagte mir, können wir in ein Haus gehen? Ich sagte, ja, was sollen wir da machen? Da ist ein 43-Jähriger, sagte sie mir. Und er möchte, dass du hingehst und betest. Kannst du kommen? Fragte sie mich. Ich sagte, ja. Als wir mit der Mahlfeier zu Ende waren, am Sonntag, Mittag, so halb fünf, ging ich mit meiner Ehefrau dahin. Wir wussten nicht, also Gebet möchte diese Person. Wir sind in ein Haus gegangen, eines 43-Jähriges, ein 2 Meter großer Mann, auf ein Bett. Seine Mutter 80 plus, 85, 87 Jahre alt. Und sie diente ihm. Er war blind. 2 Operationen hatte er hinter sich. Und er hatte einen Tumor im Kopf und ist blind geworden dadurch und konnte nicht sehen. 43 Jahre alt. Und er befand sich dort. Ich sah daneben das Foto. Er war so trainiert, Sportler, 2 Meter großer Mann, trainiert, durchtrainiert. Schön. Stark. Und jetzt? Auf ein Bett. In Kürze würde der Tod eintreten. Theodor hieß er. Theodor, sagte ich, heute bin ich gekommen, weil hier die Talanduse, so hieß sie, Talanduse hat mir gesagt, so über dich so erzählt. Und ich bin gekommen, das Evangelium dir zu verkünden und ich möchte dir lesen. Und ich las ihm, liebe Geschwister, über Zachäus, weil ich auf dem Berg stieg, um Christus zu sehen. Und ich sagte, Theodor, willst du Jesus Christus sehen? Willst du Jesus Christus erbitten? 10 Minuten, Viertelstunde. Ich habe über Christus gesprochen. Habe ich dich ermüdet dadurch? Ich sagte, nein. Bist du sicher? Nein, nein, alles gut. Möchtest du, dass ich weggehe? Nein, sagte er. Möchtest du, dass ich hier spreche? Ja, sagte er. Ich sprach weitere 5 Minuten. Ich sagte, Vater, sollen wir auch beten? Lass uns auch beten, sagte er. Vater, sagte ich ihm, also Theodor. Und wir beteten zusammen. Ich sagte ihm, möchtest du Jesus Christus annehmen als deinen persönlichen Retter? Eins fehlt dir. Dass du Christus als persönlichen Retter annimmst. Dass du die Einladung Jesu Christi annimmst. Möchtest du, Theodor? Ja, sagte er. Wir beteten. Er freute sich. Er sagte, ich sagte ihm, wenn du möchtest, komme ich wieder. Soll ich wiederkommen? Er sagte, ja. Nach einer Woche bin ich wieder hingegangen. Und nach 2 Wochen ist der Herr zum Himmel gegangen. Es war seine Gelegenheit. Eins fehlte ihm. Dieses eine hat der Herr versucht, im letzten Moment ihm zu geben, dass er in das Himmelreich Gottes einkehrt. Eins fehlte ihm nur. Eins fehlte ihm hier, dem Jüngling. Stellt euch jetzt vor, diesem Jüngling hier. Ich sage es jetzt so, aber der Herr weiß es, so schlussfolgerisch ist, dass er nicht gerettet worden ist. Und dass er jetzt weit weg von der Liebe Jesu Christus ist. Und dass er sich sagt,
der Jüngling ist jetzt dann 40, 50 Jahre, 70 Jahre alt geworden, dass er in der 40, als er 40 war, irgendwie Forellen gegessen hat und gereist und Seychellen gereist ist. Ich weiß nicht, was er so alles vor sich genommen hat. Eins fehlt ihm, dass wir jetzt in Seychellen gehen, Miami, dort und da und da. Wir haben das Leben vor uns, wir haben Geld und dies, alles schön und gut. Alt bist du jetzt geworden. Irgendwann ist dieser Jüngling alt geworden. Er ist vielleicht irgendwann dann alt geworden und es kam der Moment und er ist fortgegangen. Und jetzt geht er. Mir wurde die Gelegenheit gegeben, aber ich habe sie nicht ergriffen. Diese Gelegenheit war vor mir. Und ein großes Warum wird ihn in Ewigkeit quälen. Warum? Warum soll ich Christus nicht annehmen als meinen persönlichen Erretter? Warum soll ich mein Herz ihm nicht geben? Was möchte der Herr? Was sagt der Herr, dass ich nicht tun soll? Er sagt mir doch, dass ich heiraten soll, Kinder zeugen soll, dass ich mit meiner Ehefrau spazieren gehe oder die Geschwister besuche. Der hat mir nichts verboten. Du gehst nach Düsseldorf. Ja, schön und gut. Ich freute mich auch, weil in meinem Herzen ich nach Düsseldorf reisen möchte. Und ich habe auch das Ticket gesehen und noch schöner war das. Nicht 17 Euro. Und 17 zurück, 34 Euro. Sehr schön und sehr gut. Ich sage jetzt, dass ich auch wiederkommen werde. Also so habe ich es mir vorgenommen. Aber jetzt seht, die Gelegenheit wurde gegeben. Was hat er gemacht? Weggeschmissen. Betrübt aufgrund dieses Wortes, was ihm gesagt wurde, ist er fortgegangen. Geh heute nicht weg. Geh mit Christus fort in deinem Herzen, Bruder und Schwester. Geh mit Christus weg von hier. Die Jünger, als sie das hörten, boah, was ist denn da los? Wie schwierig ist es, diese Frage. Ja, Herr, wir haben doch alles untersetzt gelassen. Der Petrus stand auf. Herr, ich habe mein Fischerboot verlassen. Du erinnerst dich doch, du hast doch mir gesagt, komm und folge mir nach. Ich habe mein Fischerboot gelassen. Dasselbe auch der Andreas und der Jakobus und der Johannes. Alles haben wir gelassen und wir sind dir nachgefolgt. Was wird los? Was? Geschwister, wisst ihr, was heute hier ist? Heute ist ein geistliches Fest hier. Wo in ganz Düsseldorf kannst du diese schöne Gemeinschaft finden? Woanders? Wo sollst du hingehen und das so vorfinden? Wo? Vor zwei Monaten war ich in Mailand. Die Geschwister fragten mich in der Gemeinde, schön ist Mailand? Ist Mailand schön? Ich sagte, ich kann euch sagen, über die Küche oder das Haus der Schwester, wie es war. Was sie für Stühle hatte oder was sie für eine Küche oder wie sie gekocht hat. Warst du nicht in meiner? Wir gehen im Internet und schauen uns Mailand näher in Google Maps an. Ja, ich möchte Mailand aber nicht sehen. Möchtest du Düsseldorf nicht sehen? Hat einen schönen Fluss und all das und dies. Ja, dass ich auch rausgehe und ein bisschen spaziere. Ja, so ist es. Aber ich bin nicht für Düsseldorf gekommen. Mich interessiert Düsseldorf an sich nicht als Stadt so. Was mich beschäftigt, liebe Schwester, und interessiert, ist die Gemeinde Jesu Christi. Es sind meine Geschwister. Meine Geschwister. Wir haben alles gelassen. Was wird denn passieren? Was passieren wird? Bist du denn ernst? Ist das dein Ernst? Was geschehen wird? Was geschehen wird, dir widerfahren wird? Das, was Auge nicht gesehen hat, Ohr nicht gehört hat, in keinem Herz emporstieg, all das, was wer vorbereitet hat? Gott. Wem? Denjenigen, die ihn lieben. Liebe Geschwister, unser Warum soll ein Warum sein wie folgt. Ach Herr, warum sollten wir nicht, hätten wir, haben wir nicht mehr gemacht in dieser Welt? Warum, Herr, haben wir unser Herz nicht mehr geöffnet? Warum, Herr, haben wir nicht einen Bruder mehr besucht, der krank war? Warum haben wir nicht mehr angerufen? Jetzt hier, die Geschwister, die kann nicht viel laufen. Du hast aber ein Telefon, ist das nicht so? Ja, die Schwester hat ein Telefon. Was wird sie machen? Sie hat das Himmelstelefon. Herr, segne meine Geschwister. Im Gebet. Und wenn der Herr das im Herzen legt, ruf an.
Schwester, wie geht's dir? Der Herr möge dich segnen. Der Herr möge dir helfen und dich stützen und stärken. Was hat der Bruder? Warum soll ich nicht mehr machen, Herr? Warum mache ich nicht mehr? Nicht das andere Warum. Dass ich dieses Wort höre und betrübt weggehe. Ich widme euch in den Namen unseres Herrn Jesu Christi und hoffe, dass der euch alle reichlich segnet und euch Mehrung schenkt in allen Dingen, dass wir eure Fortschritte hören hier in Deutschland, dass wir auch den Gefallen des Bruders machen, ne? Nicht nur Griechenland, auch hier in Deutschland die Fortschritte. Das ist aber nicht so, dass wir jemandes Gefallen tun, sondern vielmehr Gottes Werk verrichten. Das Evangelium Jesu Christi wird gepredigt werden in allen Nationen. Ihr, die hier in Deutschland seid, euer Herz wird brennen, dass das Evangelium Jesu Christi in ganz Deutschland verbreitet wird. Und wenn der Herr euch sendet, wie der Bruder versendet wird, nach Indien, der Herr möge auch den Bruder Reiches segnen und dass wir ihn begleiten mit unseren Gebeten, liebe Geschwister. Wir werden beten für unsere Familien, für unsere Kinder. Ihr seht hier den Boris hier. Auch für Bulgarien, dass wir dafür auch beten. Preis Gott. Für alle Nationen, liebe Geschwister, für alle Nationen, alle Länder, andere Völker. Und mehr, liebe Geschwister, hoffen wir, dass der Herr kommt und uns empfängt, damit wir ewiglich mit ihm sind. Liebe Geschwister, Herr möge mit uns sein. Amen.